So, herzlich willkommen. Es ist ein neuer Vlog. Heute geht's für mich quasi los nach Dänemark. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, ich werde euch so ein bisschen zeigen, wo ich unterwegs bin, aber es ist nicht allzu viel, denn vieles soll natürlich im Privaten, im Familien bleiben. Und ja, ich hoffe, euch hat das Frage-Antwort-Video gefallen. Falls ihr nochmal Fragen habt, könnt ihr es gerne auch jederzeit hier unten in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche es nebenbei zu beantworten und ich würde sagen, somit starten wir jetzt diesen Vlog, quasi wenn der Trace das Land verlässt. Los geht's. Kurze Zwischenpause, 300 Kilometer noch ungefähr vor mir. Wetter ist eigentlich gar nicht so verkehrt, es geht. Problem ist dieses Problem hier. Das heißt, wenn du nur mit 100 auf der Autobahn fährst, kannst du natürlich wunderbar die Landschaft anschauen, aber es dauert ewig. Und du musst natürlich mit den Elefanten noch nebenbei auch ein Autorennen fahren. Von daher muss man halt durch. So, in diesem Sinne gibt es erstmal Käffchen und weiterfahren. Angekommen in Dänemark, erster Parkplatz. An der Grenze wurde ich gerade nach rausgezogen. Die wollten wissen, was ich in Dänemark möchte. Und ja, mit der Erklärung, dass ich meine Großeltern beim Umzug helfe, hat es dann das Ganze auch geklappt. Konnte dann halt rüberfahren. Ja, das kurze Päuschen, Toilette und dann sind es noch gute 60 Kilometer, dann bin ich auch endlich da und dann haben wir es auch wahrscheinlich 1 Uhr und dann werde ich, glaube ich, auch entspannt ein Bierchen trinken und dann ins Bett fallen. Morgen ist los, Umzug helfen und machen und tun. Ich denke mal, ich werde den morgigen Tag leider nicht so wirklich großartig filmen können, aber wir sehen uns dann wieder an den anderen Tagen. So, Päuschen machen und dann bis gleich. So, herzlich willkommen hier an der Ostsee. Wie man gut sehen kann, bin ich schon einmal springen gegangen und einmal schwimmen. Da ist da hinten, kann man es gut erkennen, da ist die Sonnenostsee. Wasser ist ganz okay. Problem, in Dänemark kann man halt nicht in jeden Strand reingehen. Der hier ist noch so grenzwertig mit Sand und danach schön Kies und Stein und so, aber es geht. So, heute ist Freitag hier in Dänemark. Und wir können da mal ein bisschen noch mal zeigen, wie es hier ausschaut. Man kann gut sehen hier, das ist alles Reihe, das heißt immer pro Abteil wohnt da halt jemand. Denn es ist wie gesagt die Ostsee. Und was ist das für eine geile Aussicht hier? Hier lässt sich doch aushalten, muss man sagen, auf gut Deutsch. So, hier sitzen wir eben morgen früh und frühstücken und genießen einfach mal das Wetter, weil es ist morgen schon so warm hier. Du kannst hier einfach mal entspannt in Jogginghose sitzen oder auch kurze Hose. So, heute ist der letzte Tag und das ist wieder Auto beladen, Anhänger hinten mitnehmen und wurde noch schön versorgt von Onkel. Also dementsprechend werde ich eine gute Heimfahrt haben. Falls ich im Stau stehen sollte, werde ich mit flüssig Nahrung versorgt. Gut, so viel dazu. Weiter geht's dann gleich in Deutschland. Herzlich willkommen, ich bin zurück in Deutschland. 7 Stunden Autobahnfahrt mit 100 km/h. Falls einer fragt, wieso 100 km/h, kannst du schneller fahren. Ja, ich musste mit so einem scheiß Pisshänger fahren. Und ja, heute ist quasi mal so ein kleiner entspannter Tag. Heute bin ich mit den Lean Prism unterwegs. Wir waren gerade hier im Hintergrund, vielleicht hat man ganz kurz gesehen, eine Location A7, wollen wir nicht darüber gehen? Ja. Das ist entspannt da. Und ja, heute ist der Prism mit am Start. Warte, ich wollte die Kamera drehen. Ja, wir werden heute Nackt-Fotoshootings machen. Ja. Genau. Nein, ja, Prism war gestern schon geile Fotos machen. Ich habe mich einfach mal heute mit angeschlossen, komm mit und schau mal, was heute so geht. Vielleicht entstehen ja bei mir auch noch mal ein paar neue hässliche Bilder. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Die Ampel ist halt oben auf der anderen Seite. Aber ist ja eigentlich peng. Gut. So, wir haben unsere erste Location erreicht. Der Prism ist gerade noch ungeschminkt. Mit deiner Limo? Genau, Prism kommt mit der Limo. Ich muss dich eh wieder retuschieren, ich weiß. Also ich mache wieder so ein ungekennzeichnet drauf bei dir. Ja, so, ich kann ja mal einmal hier lang füllen. Übrigens, wo ist er denn? Ja. Das ist unser Fotograf. Ich werde ihn euch immer unten rein verlinken und ein paar Fotos reinsnappen. Falls ihr mal Fotos braucht, dann könnt ihr gerne bei ihm mal ein bisschen anfragen. Ich denke mal, die Bilder sprechen für sich. So, erste Location, ich zeig's euch mal. Von der Sicht weiß ich ja ganz nice.
Jo. Und ich würde sagen, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen jetzt hübsche Frauenfotos. Also Tinder-Fotos, Entschuldigung. Also natürlich Nacktfotografie sind am besten. Haben wir Männer gerade beschlossen oder entschieden. Natürlich wisst ihr jetzt gerade nicht, wie wieder. Genau, deswegen müssen wir gleich fangen. Ne, wir machen uns gleich los. Wir nehmen uns gleich hier die paar schicken Dinger hier und machen uns zu einer nächsten Location. Und ja, ich bin gespannt. Wir haben schon ein, zwei paar gute Bilder hier geschottet. Jetzt geht's weiter. Und ja, ich werde euch natürlich gleich wieder ein bisschen mitnehmen hier. Und falls ihr mal wieder Fotos braucht, eingeblendet und so, ne? Schleichwerbung. So, herzlich willkommen zur nächsten Location. Wir hatten gerade eine mega lustige Fahrt. Ich werde mal kurz einblenden. Ich bin fast gestorben. Du hast auch eine Klingel. Und? Ich hab da Handy frei. Tschüss. Tschüss. Ja, wir sehen konnten, die war ziemlich lustig. Ich habe mich wie so ein Kleinkind gefreut. Das war übrigens auch meine allererste Fahrt mit so einem Teil. Also ich hatte irgendwie Bock drauf und wir hatten jetzt keinen Bock gehabt, vom Hackischen Markt hierher zu latschen. Wäre auch gegangen, hätten wir bestimmt gute 20 Minuten gelaufen oder 15 Minuten. Jo. Prism. Ja. Nimm mal mit, oder? Ein paar Veranstaltungscases, ist doch egal. Irgendwas wird da schon drin sein. So. Ju. Jetzt gehen wir mal gucken hier. Gehen wir mal die Treppen schnell hoch. Und wir sind jetzt hier am sogenannten Reichstagsufer für die Nicht-Berliner. So, herzlich willkommen. Dort hinten ist unser sogenannter Hauptbahnhof. So, an der Location am Bundestag, wo wir jetzt gerade shooten wollten, ist da noch irgendwie Mercedes-Party. Mal gucken, vielleicht können wir ja nachher nochmal schauen. Vielleicht ist da nachher noch was frei. Ansonsten gucken wir erstmal jetzt hier an der Brücke. Und ja, wir hatten einfach schon unseren Spaß. Ja, hast du immer noch diese komische Ansicht auf Instagram? Das ist krass. Also ich habe jetzt überall bei Stories schon diese so neuen Ansichten. Aber diese Stories-Ansicht auf der Hauptseite. Könnt ihr euch mal reinschreiben, ob euer Instagram sich auch schon mittlerweile verändert hat. Sei es Android oder iOS. Würde mich mal interessieren. Bei Prism und ich gleich mal ab und zu mal ab und denke uns so, was macht Instagram da? Warum probiert es er bei ihm aus? Ach du, Halleluja. Nächstes Video. So, das war ein Einblick gewesen in meinen kleinen Urlaub. Bestimmt sehr kurz gehalten mal wieder, aber es war ja auch nicht viel zu sehen. Und man wollte natürlich auch diese ganze familiäre Atmosphäre nicht mit einer kleinen Kamera zu stören. Ja, mein Urlaub ist fast zu Ende. Jetzt habe ich noch einen Urlaubskandidat hier. Darf ich euch vorstellen? Das ist Kleines. Sag mal hallo. Ja. Kleines ist bei mir bis Samstagmittag ungefähr, bevor die Bird and Radio Show losgeht. Sie darf ein bisschen bei mir die Tage verbringen und mit auf Arbeit kommen und ja, ist dann so gesehen nicht alleine, während ihr Frauchen operiert wird und hoffentlich auch das letzte Mal für sie. Und ja, mal gucken, vielleicht nehme ich so ein paar Sachen auf in den nächsten Vlog, wie sie mit unterwegs ist. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr genießt jetzt auch die sommerliche Zeit noch in Berlin, bevor es dann wieder, ja, kalt wird, eventuell, beziehungsweise nicht mehr so gemütlich. Bis dann, liebe Grüße, DJ The Trace, und ich freue mich schon auf kommenden Samstag zur Berlin Radio Show Part 3.